Willkommen zurück zu Let's Play Bioshock Infinite. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Und ich habe eine gute Nachricht für euch. Schaut doch mal her. Da wäre ihr Waffenschmied. Wer schickt sie eigentlich zu ihm? Daisy Fitzroy. Entweder eine große Heldin oder eine üble Schurkin, je nachdem, wer von ihr spricht. Wenn sie uns ein Luftschiff liefert, kann sie von mir aus Kaiserin von China sein. Ich weiß nicht, ob ihr es bemerkt, aber die Grafik wurde verbessert. Und zwar durch ein Update von Nvidia. Ich gehe mal kurz hier weg, damit ihr mich auch besser reden hört. Und dieses Update von Nvidia hat die Grafikeinstellung für mich optimiert, was ich sehr schön finde. Jetzt habe ich mehr Framerates und ihr natürlich auch. Und die Ladezeiten sind komischerweise verkürzt. Ich weiß nicht, was das mit der Grafik zusammenhängen könnte. Ja, okay, ich kann es mir ein bisschen vorstellen, aber auf jeden Fall sieht das jetzt wirklich erstaunlich besser aus und es läuft auch flüssiger, die Grafik. Ich kann euch die mal zeigen. Ich habe hier einige Einstellungen sogar auf Ultra. Und mir gefällt das sehr, sehr gut, was sie hier gemacht haben von Nvidia. Auf jeden Fall ein sehr schönes Update. Der einzige Nachteil jetzt, ich glaube, mein Laptop wird ein bisschen schneller überhitzen, weil der Lüfter läuft jetzt auch, also ich höre den Lüfter jetzt etwas lauter als vorher. Von daher. Kommen wir nach Finken rein. Illegal. Suchen wir uns einen anderen Weg. Ach, immer muss alles illegal sein. Verzeihung, Sir. Aber es hat doch geheißen, hier gäbe es Arbeit. Meine Papiere sind alle in Ordnung. Kann schon sein, aber wir sind voll. Aber ich habe mein ganzes Geld für die Fahrt von Bernstein. Wir sind voll. Kommen Sie ein andermal wieder. Wir laufen bei der Arbeit hier. Das kann ja nicht wahr sein. Schloss knackt. Hier ist ein Schloss. Huch. Wie, wo kommt die denn her? Ist sie hier aus der Wand rausgekommen oder wie? Geschafft. Da drüben. Ein Lastenaufzug. Der bringt uns nach Finken. Und kostet uns unterwegs das Leben. Oh nein. Was haben wir denn? Ach, die Shotgun. Mist, wir hätten uns, glaube ich, ein bisschen Munition kaufen sollen. Jetzt wird es ziemlich knapp werden. Oh je. Wir haben nicht mal genug Salz. Aber da oben. Warum geht die schon runter? Hallo? Sieht der uns nicht? Das hat sich merkwürdig. Oh mein Gott. Was ist mit den Leuten? Stört die das nicht mal, dass ich hier kämpfe, oder wie? Okay. So. Da macht das Kämpfen jetzt auch viel mehr Spaß durch die erhöhte Framerate während des Aufnehmens. Die war für mich sonst immer ziemlich niedrig. Was? Das Spartaland? Oh. Hallo, Roboter? Aua. Och nein, da war ja Glas davor. Hier irgendwie Salz, ne? Oh, was ist das denn? Ich verfehle nie mein Ziel, denn ich sehe durch die Augen des Propheten. Oh, hier, das Flanking. Vielen Dank. Oh, wow, was war das denn bitte? Wollte der mich etwa vergewaltigen hier, oder wie? Los, komm nachher. Oh, wir sollten hier reingehen. Oh, Gott sei Dank, wir haben es noch geschafft. Dass wir unser Schild haben, sich immer wieder auffüllt. Los, halt mich doch. Oh, sie hat nichts. Warum hast du nichts? Gib mir doch mal was. Mensch, ich bin in einer Notsituation. Ich hab hier Salze. Vielen Dank. So. Ich frag mich, warum die eigentlich immer anfangen zu brennen, wenn ich die schlage. Ich irgendwie eine besondere Fähigkeit für das. Die erhöhte Frame, das ist jetzt so. Ups. Endlich mal besser. Oder eher gesagt, das Zielen ist für mich einfacher, weil vorher war das immer nicht so toll. Da muss ich schon echt mit dem Frame jetzt kämpfen. Aber wie gesagt, wir verbessern uns und ich hoffe, ihr habt doch schon im letzten Video, beziehungsweise in diesem Video jetzt schon bemerkt, ich habe einen kleinen letzte Episoden-Button eingefügt. Damit könnt ihr
zur letzten Episode zurückspringen. Das ist halt ganz klar, also ja. Irgendwie so, ha? Ich hab Geld gefunden. Oh, das ist aber cool. Warum guckt die so böse? Hab ich irgendwas getan? Oh, was haben wir denn hier? Boah, hab ich mich jetzt gerade erschrocken. Ich dachte, da ist irgendein Gegner, aber dabei ist es einfach nur ein Automat. Okay, Munition für die Schrotflinte. Gibt es auch Gatling-Gun-Munition? Nein, oder? Aber okay, wir haben ja 200 Schuss. Ich glaube, das sollte erstmal reichen. Kriegst du das geknackt? Nein! Nicht öffnen! Nein! Meine Lockpicks! Erledigt! Och Mensch. Ich wollte den Lockpick eigentlich nicht dafür verwenden. Der Waffenschmied Chen Lin, gesucht wegen Kontakten zu gesetzlosen Daisy Fitzroy. Unser Mann ist anscheinend ausgeflogen. So, haben wir hier nochmal für die Shotgun irgendeine Erweiterung. Ich bin ja so ein richtiger Shotgun-Fan, also ich muss sagen, die gefallen mir eigentlich richtig gut. Oh, das... Ach, komm, komm. Wir holen es uns. Das ist nicht gut, oder? Nein. Wohin sonst mit dem Geld? Also, ich finde, man sollte es immer ausgeben, wenn man welches hat. Zwar nicht zu viel, immer, dass man noch einen Puffer hat. Ansonsten mal raus mit dem Scheiß und dann hat man auch immer viel Zeug. Kannst du das öffnen? Viel gutes Zeug, mit dem man gut vorankommt. Bitteschön. Dankeschön. Danke, danke. Oh, was haben wir denn hier? Was ist das denn für ein Effekt? Ist das von den Fenstern, okay. Nein, Moment, hier waren wir doch schon mal. Ich glaube, wir müssen wieder runter. Ich bin nebenbei jetzt gerade sogar am Part 14 hochladen. Ja. Also, das heißt, theoretisch vor 2 Tagen oder so. Irgendwie, oder vor 1 Tag. Je nachdem, wann ich jetzt diesen Part hochlade, dann seht ihr das ja. Auf jeden Fall würde ich gern wissen. Oh, na gut, jetzt weiß ich's. Hier müssen wir lang. Oh, was haben wir denn hier? Booker, da ist Slates Schrank. Hey, da war ich doch gerade. Er muss hier gearbeitet haben. Das Tagebuch meiner Mutter. Wieso hat es Slate es? Mein Mann behauptet dauernd, das Kind wurde von Gott erschaffen. Durch Gottes Willen. Ich bin gläubig, aber nicht dumm. Sein Bastard soll nicht unter diesem Dach aufwachsen. Meine Mutter. Sie ließ mich in diesen Turm sperren. Elizabeth. Ich will raus aus dieser Stadt. Bitte. Ja, na dann. Da kommt doch gerade der Fahrstuhl. Was für ein Zufall. Kann sie nicht einfach einen Riss öffnen und dann können wir rausgehen? Einfach so nach Paris durch den Riss. Aber ich glaube dann, das hat irgendwas mit dem Vogel noch zu tun. Oder dem Greifvogel. Ich grüße euch. Mein Name ist Jeremiah Fink. Und ich möchte euch mitteilen, woran ich glaube. Was ist das bewundernswerteste Tier auf Gottes Erde? Die Biene. Habt ihr schon mal eine Biene im Urlaub gesehen? Oder eine Biene, die krank macht? Nun, Freunde, die Antwort ist nein. Und darum, seid wie Bienen. Seid wie Bienen. Bin wie eine Biene. Okay, nein, doch nicht. Ja, hallo. Oh. Vielleicht. Hallo? Hallo? Mr. DeWitt? Ja? Mr. Fink will Sie sprechen. Was ist denn? DeWitt? Fink hier. Hören Sie, mein Junge, wir hatten Sie im Auge. Und ich kann Ihnen sagen, Sie sind unser Top-Kandidat. Top! Mein Partner, Mr. Flambeau, hilft Ihnen, falls Sie etwas brauchen. Was sollte das denn? Keine Ahnung. Der ist ja merkwürdig erfreut, Sie kennenzulernen. Ja. Auf jeden Fall. Wer denn nicht? Jeder möchte mich kennenlernen, auf jeden Fall. Wow. Tja, der Mann hat ein Ego. Und Geld. Oh.
Es geht ja ganz schön tief hier. Hi. Die guckt mich so komisch an. Ich geh mal ein paar Schritte rückwärts hier. Einige fragen mich, Fink, wieso werden wir mit Marken bezahlt, die nur im firmeneigenen Laden gültig sind? Ich sag euch was, ich lasse nicht zu, dass man euch armen Leute in irgendeinem zwielichtigen Laden abkocht. Der Fink Company Store bietet euch Fink-Produkte zu Preisen speziell für die Fink-Arbeiter. Mr. DeWitt, willkommen in Finkton. Sie finden hier eine Reihe verschiedener Utensilien für die Dauer Ihres Besuches. Ein Revolver. Naja, okay, das wäre schon cool. Mr. Fink von uns. Verzeihung, Miss, aber Mr. Finks Interesse gilt nur dem Gentleman. Warum? Bedauere, junge Dame. Aber Fragen über die Bewerbung des Gentlemans sollten direkt an Mr. Fink gerichtet werden. Finden Sie, dass das eine gute Entwicklung ist? Ich finde das nämlich überhaupt nicht. Die Kohle muss von Fink Manufacturing nach Shantytown. Angebot! Wie sieht's aus? Zum Waffenschmied oder im Uhrenladen Vorräte auffüllen? Waffenschmied, aber ich würde sagen, das machen wir einfach mal in der nächsten Episode. Freue mich, dass ihr eingeschaltet habt, dass ihr mir ein Like vielleicht gebt und mich auch abonniert, wenn es euch gefallen hat. Guckt einfach mal ein paar von meinen anderen Videos und dann entscheidet euch. Abonnieren kann auf jeden Fall nicht schaden. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Reingehauen!